LISPO 2019 zu Gast, Franziska Steck, Regierungsstatthalterin vom Seeland. Wir klären direkt mal den Begriff Regierungsstatthalterin. Schreibt sich nicht wie die Stadt mit DT, sondern Stadt mit 2T. Und insofern, mir ist so bewusst geworden, das ist eine rechte Bürde, die da aufkommt, wenn man eine Regierung in klein für das ganze Seeland darstellt, oder? Ja, es ist tatsächlich ein grosses Gebiet, Seeland. Es hat etwa 75'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und es ist richtig, der Begriff Regierungsstatthalterin oder Regierungsstatthalter kommt nicht etwa von Stadt, sondern eben ist Stellvertreterin oder Stellvertreter in der Regierung in ihr betreffenden Region, eben jetzt hier im Seeland. Sie haben sehr viel mit Rechtsdingen zu tun. Wir kommen gleich noch darauf, wie Sie in die Richtung beruflich überhaupt gekommen sind. Aber mir ist aufgefallen, auf der Homepage haben viele Zitate Platz. Und Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass Sie sogar wechseln. Ich habe eins erwischt von Goethe. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Und das leitet so ein bisschen zum Motto der diesjährigen LISPO über, selbstverständlich freiwillig. Wie viel Selbstverständnis ist im Seeland dafür vorhanden? Also ich denke nicht nur im Seeland, sondern noch im ganzen Kanton, vielleicht auch in der ganzen Schweiz, ist das sehr wichtig, Freiwilligenarbeit. Das ist, ich denke, das ist auch etwas, was bei uns aus der Tradition herauskommt und viele Sachen würden gar nicht funktionieren ohne Freiwilligenarbeit. Hätte man gar nicht starten können ohne Freiwilligenarbeit. Vielleicht sind es Sachen, die man dann schon damit verdienen kann, aber zuerst braucht es mal ganz viel Engagement, Knochenarbeit, vielleicht auch unbezahlt. Eben. Ja. Sie sind selbst Mutter. Würden Sie Jugendlichen heute im Trend von Umweltschutz, Engagement für irgendwelche anderen Organisationen ein besonderes Engagement raten? Würden Sie einen Tipp geben, wo soll man sich einbringen? Also es gibt sicher da ganz viele Möglichkeiten und auch gute Erfahrungen, die die Jugendlichen machen können. Meine Tochter geht jetzt zum Beispiel auf einen Bauernhof. Dort sich engagieren, schauen, wie ist es dort. Oder auch ganz in anderen Bereichen. Offenbar eben auch bei euch im Lolli. Ja. Das ist tipptopp, dass die Jungen an verschiedenen Orten reinschauen können. Genau, Lolli als Verein ist eben genauso ein Ziel. Ihr erstes Berufsziel, sind Sie direkt ins Metier der Juristerei geraten oder hatten Sie noch so andere Dinge im Auge? Das ist so ein bisschen gewachsen. Ja, zuerst in der obligatorischen Schule habe ich noch gar nicht gewusst, was ich soll. Und dann bin ich da weiter ins Gymnasium. Und dort habe ich gegen Ende habe ich wieder schon langsam wollen entscheiden. Und dass ich, ja, ist noch Psychologie hat mich auch noch interessiert und die Juristerei. Und dann habe ich aber gesehen, wenn man Jus studiert, dann ist das nicht nur sich mit Recht befassen, man hat dort ganz viele Möglichkeiten. Jemand in der weiteren Verwandtschaft von mir hat auch Jus studiert und arbeitet in der Schweizerischen Depeschenagentur. Das ist also ganz vielfältige Möglichkeiten und das wollte ich mir so ein bisschen offen haben. Und dann haben Sie den Weg sehr straight ahead verfolgt. Es ist 20 Jahre her, dass Sie Rechtswissenschaften in Bern quasi beendet haben. Wenn Sie ein persönliches Fazit ziehen, wie wird das aussehen? Haben Sie sich so vorgestellt? Also ich denke, das ist eine super Grundlage, das Studium, eben für viele verschiedene Sachen. Und ich habe auch verschiedene Berufsfelder auch gesehen, können hineinschauen und ja, da wo ich jetzt hier bin vom Stadthalteramt, das hat sich so ergeben, aber es dünkt mich gut so. Ja. Mhm. Sie haben vor 3 Jahren von Gerhard Bury nach 32 Jahren im Amt dessen politisches Erbe auch angetreten. Und meine Frage ist so ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen zu früh nach 3 Jahren, aber ist es das Amt an sich politischer geworden? Was haben Sie für einen Eindruck? Also es ist gar nicht ein politisches Amt. Wir sind ja, ihr habt es gesagt, Frau Schmidt, wir sind Richterinnen und Richter im Verwaltungsrecht, wir sind Bewilligungsbehörde und dort darf man nicht politisch entscheiden. Oder? Dort hat man die Grundlagen, wo man sich danach richten muss und wo besonders so eben
für alle das Ergebnis gleich ist. Mhm. Das hört sich zunächst, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sehr aktenlastig an. Also, wenn man von außen ein Bild hat, nur Akten lesen. Aber das ist gar nicht so. Sie sind Richterin natürlich auf eine gewisse Art und Weise und gleichzeitig unglaublich viel diplomatisch auch gefragt, oder? Genau, also wir sind auch Aufsichtsbehörden über Gemeinden, über die Feuerwehren und gerade in diesen Bereichen haben wir sehr viel Kontakt mit den Leuten. Wir manchmal, bevor es zu einem effektiven Verfahren kommt, versuchen wir dann auch im Vorfeld probieren zu schlichten. Mhm. Und dann ist es ja dann schön, wenn das schon erledigt kann sein, wenn man da nicht noch muss hin und her schreiben und kämpfen und machen. Oder eben gerade auch in den außerordentlichen Lagen. Ich habe die Feuerwehr angesprochen, bei einem Brandfall oder so. Mhm. Dort ist man natürlich sehr, sehr nahe am Geschehen und sieht auch verschiedene Schicksale. Mhm. Das ist sehr vielseitig und macht es natürlich auch sehr spannend, aber auch herausfordernd. Sie haben es angedeutet, Sie brauchen alle Rechtsbereiche und sind im Allrounder-Bereich ganz wohl. Haben Sie sich trotzdem irgendeine spezielle Richtung noch bewahrt? Hinter Ihnen steckt ja ein Team. Sie sind ja nicht alleine. Genau, ich habe ein sehr gutes Team und es ist schon tipptopp, dass ich da mich darauf abstützen kann. Klar habe ich so ein bisschen, ich bin zum Beispiel wir haben eine Geschäftsleitung von allen Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter vom Kanton Bern und dort bin ich Leiterin der Arbeitsgruppe Erbrecht und bürgerlichen Bodenrecht. Dort habe ich so ein kleines Ding. Aber es gibt ganz viele spannende Bereiche zu bauen. Es gibt eben Verwaltungsrechtspflege, also Beschwerdeverfahren und so. Es gibt ganz viele gute Sachen. Ja. Und jeden Tag neue Aufgaben, denn man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. 75.000 Menschen in 42 Gemeinden, von Gampelen bis zum Bielersee, fallen alle in ihren Zuständigkeitsbereich. Drückt das auch manchmal? Ist das manchmal auch ein Also, man überlegt sich natürlich schon, wie kann man jetzt dieses oder jenes Problem lösen, oder? Und die Antwort, die hat man nicht immer gerade in einer Viertelstunde oder vielleicht auch nicht in einer Stunde. Manchmal nimmt man das noch mit, oder vielleicht an einen Spaziergang oder so und plötzlich dort macht es Aber so. Sie dürfen auch mal drüber schlafen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Ja. Braucht auch Zeit. Wir sind selten so wirklich in Zugzwang. Es gibt es, aber das darf man sich, denke ich, auch gut erlauben zugunsten von einer guten Lösung. Trotzdem, Sie sind abrufbar auch mit Stellvertreter im PIKE-System, wenn Notsituationen auftauchen. Das ist nicht einfach, auch für eine Familie, das mitzutragen, wenn dann nachts das Telefon klingelt und sie aufgeboten werden. Wie gehen Sie damit um oder wie wird die Familie dort aufgefangen nachher, wenn schwierige Situationen auftauchen? Also das ist nicht so, oder das braucht uns nicht bei jedem Brandfall, das ist nicht so häufig. Also es ist nicht so, dass jetzt da alle paar Tage mitten in der Nacht das Telefon läuten, von dem her ist das gut handelbar. Ja. Verarbeitung, wenn Dinge nahegegangen sind in der Natur? Ja, gern. Beim Wandern oder beim Velofahren. Das schätze ich sehr, dass ich dort ein bisschen abschalten. Und Musik? Welche Rolle spielt Musik für Sie persönlich? Das ist auch wichtig. Ich höre gerne Musik, ich tue gerne tanzen. Das ist auch ein guter Ausgleich für mich. Sie haben mit so vielen Schicksalen zu tun. Können Sie sich an ein Kuriosum erinnern, wo Sie noch gerne daran denken, wo Sie vielleicht auf einer ganz anderen Wellenlänge vorher waren, als es letztendlich nachher rausgekommen ist? Gibt es irgendeine spezielle Geschichte? Also es gibt ganz viele spezielle Geschichten. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, das bäuerliche Bodenrecht. Dort ist es ja in der Landwirtschaftszone ist es ja so, dass nicht jeder so ein landwirtschaftliches Grundstück kaufen kann. Da braucht es eine Bewilligung von uns. Und dort müssen wir prüfen, tut die Person, kann die das Land wirklich selber bewirtschaften. Mhm. Und dann funktioniert das auch mit Hobbylandwirten. Aber die müssen uns das auch genau darlegen, dass sie das wirklich auch können und dass sie das auch wollen.
Und dann hat eben jemand mal so das Konzept geschrieben, mit gesagt, ja, 5-6 Geissen oder Schafe und noch hier und da. Und dann haben wir gesagt, mal, das tut gut, das wird etwas, da kann man die Bewilligung geben. Mhm. Und dann habe ich später ein Telefon bekommen, hat gesagt, ja, er hat sich jetzt eingerichtet, das ist tipptopp und so, aber jetzt haben wir erst 4 Geissen und die eine, die trage ich fange, ob es ein Problem sei. Ach Gott, oi, einer zu viel. Ja, nein, das ist... Oje. Schön. Also die Obrigkeit, das Damoklesschwert der Obrigkeit, die etwas verbietet, ist auch manchmal humorvoll zu ertragen in dem Fall. Also manchmal ist Humor ist manchmal noch ganz eine gute Lösung, wenn man nicht ganz so ernst alles kann nehmen, so ein bisschen auflockern, das hilft manchmal schon. Mhm. Aber ja, es ist... Je nach Situation ist angebracht oder nicht. Ja, mhm. Wir haben es gesagt, hinter Ihnen steht ein ganzes Team an Leuten. Wird zwischendrin auch mal hitzig diskutiert oder ist es so ein gleichmäßiges Verständnis? Man hat sich so eingespielt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, je nachdem sind ja so viele Meinungen, wie es gibt, so viel Diskussionsstoff kann es vielleicht auch gegeben werden. Gell? Ja, das sehen wir manchmal typisch von den Juristen oder ja, Juristinnen. Genau. Gell? Also das ist sehr bereichernd, dass ich mich mit meinem Team austauschen kann. Mhm. Ja, das kann es mal geben, dass man sich irgendwie auf eine falsche Fährte entwickelt. Oder wenn man Sachen kann diskutieren und so zusammen und dann auch das Beste rausholen, das ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Haben Sie einen Wunsch für das Seeland, für Ihren Beruf, für die Zukunft, für Freiwilligenarbeit? Dass wir den Abschluss finden. Jawohl, ah, das ist wunderbar, wenn ich mir da noch etwas wünsche. Ich wünsche natürlich für uns, ich rede jetzt gerade von uns, dass wir die Arbeit so machen können und dass wir auch die entsprechenden Rahmenbedingungen haben, dass die Leute zufrieden sind mit unserer Arbeit, dass wir nicht, ich weiß nicht, wie viele formalistische Hürden müssen aufstellen. Einfach, dass wir auch, und da gebe ich mir wirklich jeden Tag auch Mühe, dass wir auch, kann man das sagen? Bürgernah. Ja, bürgernah sein, dass wir auch spürbar sind. Mhm. Mhm. Und man darf sich auch nicht scheuen. Sie sind jederzeit bereit, auch Auskunft zu geben. Und Regierungsstatthalter in Anführungsstrichen dürfen auch angesprochen werden. Selbstverständlich, wir haben offene Türen. Genau. Mhm. Merci, vielen Dank fürs Gespräch. Merci vielmals, Frau Schmidt. Super. Zum Wohl. Noch schlucken. Ja, genau. Präsent.